Und willkommen zurück bei Grey Matter. Immer noch im Innenhof von diesem College. War es ein College? Ich glaube, man nennt das College. Sollten heute irgendwelche kuriosen Hintergrundgeräusche wie Vogelgezwitscher, Feuerwehren oder irgendwelche anderen Sachen hier vorkommen, liegt es daran, dass ich das Fenster auf habe, das da ist. Würde ich das zumachen, würde ich hier sterben. Den kläglichen Tod eines Hitzetods sterben. An sich so warm ist es gar nicht, aber es ist schwül wie Sau und So, machen wir einfach weiter. Wir waren hier stehen geblieben. Ein einziges Lamm haben wir schon. Das war der Harvey Kindermann. Kinderman, besser gesagt. Und wir würden die Tante, glaube ich, überredet bekommen, wenn wir den Typen für sie klar machen. Würde ich mal sagen, das schaffen wir schon irgendwie. Und vielleicht, wenn wir intelligent anstellen, vielleicht machen wir sogar ihn klar für uns. Wie heißt er denn? Charles Eddington? Na, dann legen wir mal los. Macht's dir was aus, wenn ich dir Gesellschaft leiste? Ich warte auf einen Freund. Tja, also... Wow, was für ein Gespräch. Der Typ ist... Mann, der ist wirklich schüchtern. Was haben wir denn hier? Ein Brief. Oben liegt ein Brief von einer gewissen Gertrude Eddington. Ich wette, das ist seine Mom. Gertrude, seine Mom. Ah, Gertrude. Klingt natürlich besser als Gertrude. Das ist noch ein Buch. Homers Elias. Aha, Homers Elias, alles klar. Der muss doch mit... Ah, sehen wir mal. Ein bisschen rumschnüffeln und schon können wir jemand mehr fragen. Brief von zu Hause. Hast du von zu Hause Post bekommen? Tut mir leid, es ist nur... Ich warte schon seit Tagen auf einen Brief von meiner Mom. Langsam glaube ich, dass das Postamt in Oxford sie einfach wegschmeißt. Ich bin schon seit 2 Wochen hier und habe immer noch nichts von meiner Mom gehört. Sie hat versprochen, mir immer zu schreiben. Es dauert doch gar nicht so lange, bis Post aus Amerika hier ankommt, oder? Weiß nicht. Ich habe von dort noch nie etwas bekommen. Oh, natürlich. Ich rede aber auch einen Mist. Ich bekomme jeden Tag Post. Meine Mutter. Sie schreibt mir täglich. Echt jetzt? Oh Mann, hast du ein Glück. Ich vermisse meine Mom so. Warum hast du deinen Brief eigentlich noch nicht aufgemacht? Meine Mutter und ich haben immer zusammen zu Abend gegessen. Deswegen lese ich die Briefe gerne beim Abendessen. Oh, wie süß. Mom und ich waren oft zusammen mit dem Motorrad unterwegs, aber es wäre wohl keine gute Idee, ihre Briefe auf dem Motorrad zu lesen. Okay, ich mag Sam. Mag ihre Art zu reden. Scheint das absolut, also wenn ich dir das mal so sagen darf, ein ganz großes Muttersöhnchen zu sein. Ich meine, ganz im Ernst, also irgendwann wird man halt selbstständig und wenn ich jeden Tag Post von meiner Mutti bekommen würde und das dann zum Abendessen lese, Gott, oh Gott, nein. aber so wirklich, er hat zwar mit uns jetzt schon mehr geredet, aber so wirklich jetzt, was ihr gebracht hattet nicht, fragen wir ihn mal nachher die Elias. Wie ich sehe, liest du die Elias. Elias und die Odyssee sind meine absoluten Favoriten. Du hast die Elias gelesen? Klar, aber am besten gefällt mir die Odyssee. Ich bin fasziniert von der Darstellung der Götter und ihrer Kämpfe. Ist ja fast wie eine Seifenoper. Meine Lieblingsstelle ist die, wo Odysseus nach Hause kommt und Penelope von all diesen Verehrern umgarnt wird. Und man wartet nur darauf, dass er endlich auf den Putz haut. Ich mag am liebsten die Stelle mit dem Zyklopen. Mir gefällt es, wie sich die Gefangenen unten an den Schafen festklammern, um zu entkommen. Ja, die Stelle mag ich auch. Beeindruckend, dass das die ersten Werke der abendländischen Kultur waren. Meiner bescheidenen Meinung nach können diese ganzen Hollywood-Schreiber Homer nicht ansatzweise das Wasser reichen. Absolut. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass er alles aus dem Gedächtnis vorgetragen hat. Stell dir das mal bildhaft vor. Da wäre ich gern dabei gewesen. Wow. Tja, also, ich sollte besser weiterlesen. Yeah, mit intellektuellen Scheiß haben wir ihn. fragen wir mal nach dem Experiment. Hör zu, das könnte dich interessieren. Ist zwar nicht jedermanns Sache, aber da du Homer magst, ich habe von einem Psychologie-Experiment gehört, das von einem der Neurobiologen hier aus Oxford durchgeführt wird. Ist eine faszinierende Sache und man wird sogar dafür bezahlt. Klingt interessant, aber das müsste ich mit meiner Mutter klären. Sie ruft immer samstags an. Ich kann es ja mal mit ihr besprechen. Aber es geht heute schon los. Ja, dann geht's leider nicht. So etwas kann ich nicht machen, ohne mit meiner Mutter darüber geredet zu haben. Aber was soll's? Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Da wäre ich mir nicht so sicher. Dr. Stiles ist wirklich ein bekannter Neurobiologe und solche Experimente macht er fast nie. Was glaubst du, was man dabei alles lernen kann? Deine Mom wäre sicher froh, wenn du diese Erfahrung mitnehmen könntest.
Dafür hat sie dich schließlich hierher geschickt, oder? Ich kann nicht, ohne mit ihr darüber geredet zu haben. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Himmelherrgott hat er einen Stock im Arsch. Sehr schrecklich. Dann machen wir Trick 17. Trick 17? Der funktioniert wie? Das ist ein Brief von seiner Mom. Was für ein Muttersöhnchen. Aber irgendwie süß. Eigentlich wäre es ja schlau, wenn wir ihm versuchen, irgendwie klarzumachen, dass seine Mutter ja völlig davon überzeugt ist. Das ist ein... Gut, so funktioniert das nicht. Können wir das mit ihr? Nee. Ah, Münztelefon. Gucken wir uns das mal an. Irgendwie ihn davon überzeugen, dass er seiner Mutter sagt, ja, Junge, mach mal hier Experiment mit und so. Münztelefon. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Da unten ist er. Ach so, ich glaube... Nee, Moment, falsche Richtung. Handy in die Hand und... So, ich habe die Nummer im Handy gespeichert. Wenn ich auf Wählen drücke, rufe ich auf dem Münztelefon an. Okay, sehr gut. Können wir noch irgendwas anderes? Nee, ne? Wie überreden wir denn jetzt den da? Wer ist sie? Sie sieht aus wie eine Studentin vom Typ, schüchtern und unschuldig. Könnte klappen. Ich sitze erstmal mit ihr. Ach, nee, guck mal, wir können zaubern mit ihm. Na dann, zauber mal. Komm, Sam, schneller, hopp. Zauber mir. Der ist ganz schön hartnäckig. Ich muss mir einen guten Trick einfallen lassen. So, ich glaube, wir müssen was mit dem Brief machen. Was könnte man... Den... Moment, falsch. Das Geheimnis? Nein. 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 Hier. Da, kein Briefgeheimnis. Wollen wir das machen? Im Moment kann ich nur den ersten Teil des Tricks versuchen, um schon mal den Brief zu kriegen. Okay, machen wir das doch einfach. Jetzt müsste ich mir das nochmal durchlesen. Sonst wird das nicht hier. Also, zuerst benötigst du den ungeöffneten Brief. Der ist da, unten. Wenn du ihn in der Gegenwart des Opfers an dich nehmen musst, kannst du es einfach ablenken. Ablenken. Wir müssen ablenken machen. Ablenken. Während du den Brief in deine linke Hand nimmst. Linke Hand. Nee, Moment. Seitenverkehrt, Annika. Das ist die linke Hand. So. Und dann in deine linken Ärmel verschwinden lässt. So, das müsste eigentlich... Ja. Wir machen ja nur den ersten Teil, wie Sam meinte. Dann zaubern wir mal. Man sagt, dass weiße Schäfchenwolken darauf hindeuten, dass es ein guter Tag zum Drachenfliegen ist. Ich sehe gar keine Drachenflieger. Ach, das sagt man halt so. Bis später, Homer. Das hatte schon einen Spitznamen. Homer. So, jetzt haben wir den Brief. Können wir den... Das ist der Brief? Ich muss den Brief irgendwie aufkriegen, ohne dass man merkt, dass er geöffnet wurde. So, und gute Rätseldetektive und Point-and-Click-erfahrene Leute wissen, wie man Briefe aufbekommt, ohne die kaputt zu machen, nämlich mit Wasserdampf. Da wir ja schon... Ich kaufe mal jetzt das Richtige. Also, ne? Weil könnt ihr euch noch dran erinnern, was wir hier tausendmal untersucht haben und Sam einfach nur dampfender Gulli zu ihr gesagt hat? Ich glaube, damit können wir mit dem Dampf von den Gullis können wir es aufmachen. Klingt so irgendwie völlig eklig, aber... Machen wir einfach mal. Haben wir den. Nee, wir haben. Jetzt haben wir den Brief in der Hand und. Wo ist das, Sam? Ich habe gerade Sammy auf dem Bild gesucht. Na? Au, ganz schön heiß! Charles' Mom mischt sich in der Tat ganz schön in sein Leben ein. Aber muss schön sein, wenn man wenigstens jemanden hat, dem man wichtig ist. Wie praktisch, dass sie das Flugblatt für eine Gesundheitsmesse beigelegt hat. Das könnte klappen. Wollen wir uns den mal kurz angucken, den Brief? Mein liebster Charles, hier ist so wenig los. Ich vermisse dich sehr. Mrs. Ja, Bertel? Keine Ahnung, hat gestern Kätzchen verkauft. Erinnerst du dich noch daran, als du 10 Jahre alt warst und wir bei ihr eine Katze gekauft haben? Mucki, ach ja, was für ein liebes Tier das war. Ich habe mich mit Mr. Words unterhalten, dessen Sohn seinen Abschluss in Oxford gemacht hat. Gott, das ist eine schlimme Schriftart. Obwohl, wir können ein bisschen ranzoomen, da bringt aber jetzt auch nicht so viel.
Er ist überzeugt davon, dass du außerhalb des Studiums noch so viele tolle Möglichkeiten haben wirst. Ich hoffe sehr, dass du dich nicht nur stur auf das Lernen konzentrierst. Beim Einkaufen habe ich ein interessantes Flugblatt gesehen. Ich hebe es dir mal. Nee, Moment, ich habe es dir mal mitgeschickt. Ich weiß nicht, warum sie das hier in Milton aufhängen, aber es wäre doch schön, wenn du mal vorbeischaust, oder? Tu es für deine Mutti, bitte. Oh mein Gott. 1000 Küsschen Mutti. Mein Gott, was ist denn das? Was sie dabei geschickt hat. Gesundheitsmesse im Zentrum von Oxford vom 10. November. Kostenlose Tests, Cholesterin, Blutdruck, Blutzucker, HIV, Schwangerschaft. Geil. Ebenfalls kostenloses Sedateurtest. Hä? Ganz im Ernst, wenn meine Mutti mir sowas schicken würde, würde ich fragen, ob da irgendwas gerade komisch ist bei ihr oder so. Ich weiß das nicht. Habt ihr schon mal sowas von eurer Mutti bekommen? Also, naja. Ja, Sam meinte ja schon, an sich schön, jemand zu haben, der sich an sich ja um einen bemüht, aber ist doch sehr, sehr muttersöhnchenhaftig, wie auch immer. Ach so, wir müssen jetzt ja ein bisschen tauschen hier, ne? Wo haben wir denn unsere Blättchen hier? Da sind sie. In die Hand und ausgetauscht. So, ich versiegle den Brief wieder. Jetzt muss ich ihn nur noch zurücklegen. Geil. So, zurücklegen. Wo ist denn der Brief? Muss er das selber machen oder macht Sam das alleine? Wir gehen einfach mal wieder zurück. War M-Karte? Wow. Kätzchen. Mann, Mann, Mann. Mit Kätzchen kriegt man alle. Müssen wir jetzt schon wieder zaubern? Oder der. Ach, wir müssen ja noch die andere Hälfte vom Jetzt kann ich Trick. den Trick abschließen und den Brief wieder zurücklegen. So, gucken wir mal. Was? Lege den Umschlag zurück und die ungeöffnet, in die ungeöffnete Poste, wenn das wieder in der Gegenwart des Opfers geschehen muss. Platziere den Brief in deiner rechten Hand. Platziere Brief, rechte Hand. Das ist die rechte Hand, ne? Segnet. Moment. Verkehrt rum. Ja, rechte Hand. Lenke das Opfer ab. Ablenken. Dann und lege den Brief ab. Wie ablegen? Wo denn hin? Hä? Moment. Nee, damit geht er wieder ganz raus, ne? Ablenken und ablegen? Ist das ablegen? Ah, ablegen. Tatsächlich. Jetzt dachte ich schon, jetzt ist vorbei. Aber nein. Hey, Homer! Weißt du zufällig, ob man mit dem Münztelefon da drüben auch internationale Gespräche führen kann? Ich überlege gerade, ob ich nicht mal meine Mom anrufen soll. Das weiß ich leider nicht. Kein Problem, ich schau nach. Man sieht sich. So, da wir selbstbewusst sind, denke ich jetzt mal, wenn er den Brief liest und die Mami sagt, dann macht er das auch, was Mami sagt. Jetzt können wir Tantchen hier sagen, dass Uschi Bärte auf der Bank mitkommt zum Experiment. Schneller sein. Nicht nur umdrehen, Mäuschen. Einfach weitergehen. Sehr gut. Das gibt's doch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Ich habe nicht mehr als ein Hallo aus dem Kerl rausbekommen und ihr zwei plaudert nur so dahin. Ach, weißt du, wenn man zusammenarbeitet, kommt man sich schnell näher. Bei Charles muss man aber zaghaft vorgehen. Er ist so unerfahren. Du bist ja ein richtiger Vamp. Also, kommst du heute Abend oder habe ich Charles ganz für mich alleine? Jungfräulichkeit ist solch ein vergängliches Gut. Du Ausgeburt des Teufels. Bist du dir sicher, dass die Sache ungefährlich ist? Ich würde dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Also gut, ich bin dabei. Wird sicher lustig. Ich würde einfach mal sagen, wir haben drei Lämmer geschossen. halt klar. Wir haben sie, wir haben ihn bestimmt auch. Können wir dazu. Sagst du noch was dazu? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Köder schluckt Alles und klar. heute Abend aufkreuzt. Hoffe ich zumindest. Hoffen wir es auch mal. Na, dann quatschen wir jetzt mal mit unscheinbar und eingeschüchtert Angela Mulholland. Ob wir die ohne, dann hätten wir viere. Wo kriegen wir den fünften her? Gucken wir mal. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich warte auf einen Anruf. Oh, natürlich nicht. Soll ich gehen? Auf keinen Fall. Du warst schließlich zuerst da. Wo kommst du her? Ich mag deinen Akzent. Du bist aus Schottland, richtig? Ja, ich bin auf einer schottischen Insel aufgewachsen. Auf einer Insel? Hast du da keine Platzangst gehabt? Überhaupt nicht. Die Insel ist ziemlich groß.
Ich konnte sie mit dem Fahrrad umrunden, aber das dauerte fast einen Tag. Und im Herbst, so wie jetzt, leuchtet dort das Laub so schön. Rot und golden, in allen Farben. Wenn man mit dem Fahrrad durch das Laub fährt, knackt und raschelt es. Das schönste Geräusch der Welt. Von den Klippen sieht das Meer wie eine Herde Wildpferde aus. Mein Vater hat das immer gesagt. Klingt toll. So schön ist es bei mir leider nicht, also da, wo ich herkomme. Tut mir leid, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Ich muss sowieso noch das Kapitel zu Ende lesen. Okay, stellen wir uns einfach mal vor, das macht man ja höflicherweise so. Ich habe die Party wohl verpasst. Hast du viele neue Leute kennengelernt? Oh, ich bin nur rausgegangen, um ein bisschen Sonne zu tanken. Ich bin kein Erstsemester. Also, ich heiße Sam. Samantha Everett. Angela Mulholland. Okay. Warum Oxford? Was hat dich nach Oxford verschlagen? Ich habe ein Stipendium bekommen. Du Glückspilz. Oh, mit Glück hat das nichts zu tun, sondern mit Schicksal. Weißt du, hin und wieder passieren Dinge, die wie ein Zeichen sind, dass man etwas anpacken soll. Manchmal scheint man nicht mal eine Wahl zu haben. Oh ja, ich glaube auch an Schicksal. Absolut. Okay. Hm. Reiht mich jetzt in die Reihe der Wir glauben alle an Schicksal ein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen. Weiß nicht. Achso. Heimatbesuch. Fährst du oft auf deine Insel? Klingt so, als würdest du deine Heimat vermissen. Ja, das stimmt. Hast du dort viele Verwandte? Oh ja, sehr viele. Also ich bin jetzt nicht der komplette Lügenexperte, aber klang nicht überzeugend. Gar nicht. Kein bisschen. Was studiert denn das junge Fräulein eigentlich? Was studierst du? Krankenpflege? Du scheinst dir nicht ganz sicher zu sein. Ich habe schon ein paar Mal gewechselt. Aber ich will auf jeden Fall irgendwas mit Medizin machen, weil ich Menschen helfen will. Und du? Ich? Ich studiere englische Literatur. Habe ich auch mal belegt. Ich kenne alle Professoren. Gibt es irgendwas, das du wissen willst? Im Moment nicht, danke. Aber falls doch irgendwann, komme ich gern auf dich zurück. Also mit Ruth hier Mulholland ist irgendwie... mit der können wir auch zaubern. Sie meinen an, aber Gott scheint mit der nicht so ganz okay zu sein. Also irgendwie ganz ehrlich. Einerseits ist sie ehrlich, so was ihre Heimat angeht und so. Das klang alles sehr, sehr plausibel. Aber hier um das Studium und tralala, das klang halt überhaupt gar nicht plausibel. Und ja, mit der können wir anscheinend zaubern. Mal schauen. Sehen wir einfach mal im nächsten Part, was wir da jetzt mit ihr machen können oder auch nicht. Und ob wir sie überreden können, mit bei dem Experiment mitzumachen. Und ja, sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao.